Klar, es ist so, dass ich durch meinen Bruder dazu gekommen bin. Immer so, als wenn man einen größeren Bruder hat, der einen Sport betreibt, dann will man als kleiner Bruder, dann eifert man einem nach und man will dann das Gleiche machen wie der große Bruder. Und so bin ich dann auch immer zu den verschiedenen Wettkämpfen auch immer mitgereist. Und da war natürlich auch immer mein Vater dabei, weil der von Anfang an war der größte Sponsor, den wir eigentlich hatten. Weil das damals schon ein sehr teurer Sport war. Also ich meine, es wäre einfacher gewesen, wenn er mir einen Fußball oder einen Tischtennisschläger gekauft hätte. Aber da hat er sehr viel Zeit investiert und auch sehr viel Geld immer investiert in uns und in unseren Sport. Mein erstes Rennen, das war ganz, ganz witzig eigentlich, da war ich 8 Jahre alt, das war eine Stadtmeisterschaft, also eine Bergstadtmeisterschaft, da ging es einmal nur einen Berg hoch und ich bin an den Start gegangen, damals mit einem 20-Zoll-Rad, das ist so ein Minirad gewesen und hab da meinen ersten Wettkampf absolviert, war super nervös und alles und lustige Szene zum Schluss war einfach auf den letzten paar hundert Metern, das war halt mehr oder weniger ein Bergzeitfahren, es ging halt richtig berghoch. Für damalige Verhältnisse richtig berghoch und ich war halt, kam dann um die Kurve und habe dann schon das Ziel eigentlich mehr oder weniger gesehen und ich dachte mir, da komme ich nie hin und der Vater stand dann, weiß ich nicht, 300 Meter vor dem Ziel und ich sehe meinen Dad und gucke zu ihm so rüber und sage, Vater, schieb mich und dann hat er mich gepackt und hat mich dann halt ins Ziel geschoben. Ich meine, damals war es so, es gab keine richtige Alterskategorie. Ich meine, ich bin Erster geworden zwar, aber ich bin als Einziger in meiner Alterskategorie. Und von daher, das war so dieser erste Sieg, der mich geprägt hat. Und da hat meine Karriere dann angefangen. Mein Dad, der lebt es ja auch mit, weißt? Der ist ja schon seit etlichen von Jahren dabei. Der kennt ja die ganze Szene auch. Wenn mein Vater auf einen Rennen kommt, dann kennt er noch Leute wie gesagt, vor 20 Jahren. Und die tummeln sich ja da auch alle. Und für den ist das auch so ein Stück Family auch, diese ganze Mountainbike-Szene und der will das ja auch nicht missen. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe und teilweise ist es wirklich so, dass du auch siehst, dass er immer noch oder genauso aufgeregt ist wie damals, war oder sogar mehr aufgeregt als ich. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn es gerade vor so wichtigen Wettkämpfen, da merke ich an ihm auch die Anspannung. Ja, ich versuche das so ein bisschen zu vertuschen, aber bei ihm merke ich es dann immer, dann merke ich, wo jetzt zählt es wieder. Und es ist immer ganz, ganz schön zu sehen. Am Renntag, da bin ich 2 Stunden vorher in den Pits, entspanne mich noch, höre Musik und lasse das Rennen nochmal so im Kopf ablaufen. Und dann gehe ich zu meinen Jungs im Team, gehe zum Stefan, zu unserem Physiotherapeuten, klär da nochmal ab wegen Verpflegung, Flaschen, Gel, wann und wo, mache mir nochmal Tape an die Hände, gehe zum Mechaniker, zum Giacomo. Klär da nochmal ab, ob wir irgendwas ändern sollten am Fahrrad vorm Rennen, wegen Setup. Klär auch ab im Worst Case, wenn es regnet, wegen Reifen, Reifendruck. Geh dann zum Daniel, zu unserem Teammanager und klär da nochmal, ob sich irgendwelche neuen Linien aufgetan haben, wegen Startprozedere und natürlich wegen Renntaktik. Und dann eine Stunde vorm Rennen setze ich mich auf meine Rollen, fahre mich warm und dann geht's auch langsam los.
Bei einem Mountainbike World Cup, da stehen bis zu 150 Mann am Start. Jeder von denen will vorne fahren und natürlich gewinnen. Da wird von Start an Vollgas gefahren, da wird um jeden Platz gekämpft, berghoch, wird gesprintet, da kommst du mit 180 Puls oben an und fährst dann mit Puls am Anschlag in die technisch schwierigen Abfahrten rein und versuchst da natürlich sauber, defektfrei und super schnell durchzukommen. Und das ist eine dünne Linie zwischen, sag ich mal, zwischen Gewinnen und Verlieren und gut sein oder an dem Tag Weltspitze zu sein. Aber das ist auch genau das, was mich reizt an dem Sport und was mich motiviert und fasziniert. Also wenn ich dann ins Ziel komme und es war einfach nicht mein Tag und ich habe irgendwie defekt gehabt oder habe mein Ziel verfehlt, dann bin ich natürlich auf der einen Seite super enttäuscht, weil ich so viel dafür trainiert habe, so viel dafür gemacht habe. Wir treiben ja so einen riesen Aufwand und vor allem die Leute auch hinter mir. Ob es jetzt Team ist, ob es jetzt der Vater ist, der extra angereist ist und alles. Ich habe immer das Gefühl, ich habe die Leute enttäuscht. Aber dann brauche ich dann einen gewissen Moment einfach und realisiere einfach, dass es trotzdem natürlich eine tolle Leistung ist. Weil wenn ich da auf wie in La Bresse jetzt auf den 12. Platz reinkomme, das ist die Weltspitze. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo hinten war oder so. Aber das sind so Sachen, die mich dann kurzzeitig, wo ich wirklich denke, Mist, da bin ich auch extrem enttäuscht. Also ich brauche dann, wie gesagt, 2-3 Minuten, um mich dann wieder zu fangen. Und dann weiß ich, mein nächstes Rennen kommt und stehen noch wichtige Rennen an. Und da versuche ich dann wieder ganz vorne zu landen und alles richtig zu machen. London sind meine dritten Spiele und es ist ein riesen Highlight für mich. Und für mich ist ganz klar die Zielstellung, ich will da aufs Podium, ich will da eine Medaille holen. Und wenn ich den Tag habe, den guten Tag, dann hole ich auch eine Goldmedaille.